An diesem Video weiß ich euch, wie das ausgesagt für die Schüler, von denen am Challenge-Modus spielt. Challenge-Modus heißt, dass den Schüler entweder einen Link geschickt kriegt, über Mail oder an Teams, oder eben einen PIN-Code kriegt, mit dem man da kann, das Spiel machen. Von hier wird, da klicken wir auf Kahoot, da geht die App ab, dann hier gehen wir dann den PIN-Code an, den wir geschickt haben. Den schreiben wir hier hin. Dann Enter. Und schon geht es los. Hier sehen wir dann auch gleich, wie schon Mod gespielt hat. Und zwar, als schon eine Person, die Mod gespielt hat, das ist der Zhang. Und ich kann hier mein eigenes Nummer angehen und hier ein Bild personalisieren. Submit und dann OK, Go. Und da geht los mit dem Quiz, mit der ersten Frage. Was hier auch ganz praktisch ist, dass an dieser Version die Antworten affichiert sind. So, dann auf Next, da geht es weiter, kleiner Zwischenstand. Den Olli, den ist nur im Moment 4. Und da kommt die zweite Frage. Und noch hier sind die Antworten affichiert. Und dann auf Next. Und da sehen wir, dass wir leider falsch geantwortet haben. Und trotzdem sind wir aber noch 4. Und dann drücken wir hier auf Next. Und da seht ihr eben den Endresultat. Und noch hier, wie lange das sind noch kein Mann oder wie lang das sind den Test noch kann ausprobieren.